Hey Leute und willkommen bei Divinity 2 Ego Draconis. Heute, am 24.12. ist für euch Weihnachten. Für mich ist leider erst der 22.12. Ja, ich habe noch 2 Tage bis Weihnachten. Heute ist leider Weihnachten, während ihr das Video schaut. Für mich nicht. Oder Weihnachten ist schon längst rum. Vielleicht ist auch der 4.12.13. Wer weiß. Keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Aber für mich ist es noch 2 Tage vor Weihnachten. Das ist natürlich schade. Und warum habe ich bloß 6 FPS? Das geht ja mal gar nicht. Alter, das ist ja am Ruckeln. 6 FPS. 7. 9. Ah ja, okay. Jetzt geht's langsam wieder hier. 9 Bilder pro Sekunde. Das ist ja überhaupt kein Ruckelding. Ah, jetzt 11. Perfekt. 12. Gut. Jetzt hat sich's wieder gefangen. Dann gehen wir mal raus da. Wir suchen nämlich noch einen Nekromanten. Ja. Den hatte ich eigentlich gedacht, dass ich den schon gefunden... Nee, gefunden habe ich noch nicht. Aber ich glaube, ich habe vergessen, wo der war. Ja, ich bin mit Dummheit gesegnet. Das auf jeden Fall. Ich habe übrigens... Oder heute? Ah ja, heute ist Montag, stimmt. Heute kommt das Abo-Special raus für 100 Abonnenten. Da nochmal Dankeschön. Und es kommt noch ein Infovideo über das Abo-Special raus. Ja, ich hau das Abo-Special raus und ein Infovideo darüber. Aber ihr werdet alles im Infovideo dann erfahren. So, unsere alte Gegend, die wir alle noch gut genug kennen mit unserem Turm, wo wir unseren Wächter oder was auch immer das war, retten mussten. Und irgendwo da hinten gibt es ein Tor, wo wir rein können. Wir müssen es bloß schaffen, reinzukommen. Und dort unten soll angeblich ein Nekromant sein. Könnte es sein, dass das da hinten ist? Ich weiß nicht, ich muss jetzt mal die Umgebung hier genauestens scannen mit meinem unglaublichen Blick. Und ich werde auch gerade im Moment das Problem haben, dass ich jetzt gerade im Moment, ja, gerade im Moment, am 24. meinen PC aufbaue und alles, wirklich alles, neu installieren muss. Und, oh Gott, habe ich da keinen Bock. Sagt mir das korrekte Wort und ihr dürft passieren. Wenn ich euch ganz lieb bitte, darf ich dann durch? Nett gemeint, aber falsch. Schade. Was war denn das? Sagt mir das korrekte Alt. Wort und ihr dürft passieren. Ach, nett gemeint. Lass mich runter. So, jetzt. Und dann muss ich halt meinen PC aufbauen und ganz ehrlich, das wird nicht lustig. Nein, das wird ganz und gar nicht lustig, weil ich alles neu installieren muss und dann muss ich schauen, ob ich Camtasia wieder draufkriege und den ganzen Scheiß halt. Also das wird echt wieder stressig und ich glaube, ich habe die Tür gefunden zum Nekromanten. Das dürfte sie sein. Lasst euch ruhig sein, dann bin andere Leute. Okay, ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. So, wir wollen den Nekromanten aufstöbern und uns eine Kreatur schaffen lassen, die den kühnsten Träumen eines Wichsers entspricht. Habe ich echt Wichser gerade gesagt? Wow. Ja, Niveau RTL 2 würde ich mal sagen. Ja, die Kiste ist verschlossen, natürlich. Warum auch nicht? Klavier. Dom, 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 dom. Irgendwie wirkt das Klavier von der Seite größer als von vorne. Fail. Gut, da hinten sollte er hocken, der Nekromant. Hallo? Hallo? Hermes Versand! Hermes Versand! Hä? Waren wir hier schon? Nee. Hey, wer seid ihr? Ich meine, willkommen. Ich... vergebt mir. Hier tauchen nicht oft Besucher auf. Ach, nicht schlimm. Jetzt sei doch nicht so zimperlich. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. Buh. Okay. Oh, ist schon in Ordnung. Ein bisschen Gesellschaft schadet nicht. Ah, dann ist ja alles gut, Herr. Hab schon gedacht hier, ich wäre falsch am Platz. Falsch am Platz? War nicht ganz richtig. Ich bin Naberius, ein angehender Magier, der sich auf die Wiedererweckung der Toten spezialisiert hat. Also ein Nekromant? Nun ja, so könnte man es auch nennen. Ich persönlich mag diese Bezeichnung jedoch nicht allzu sehr. Ja, kann ich verstehen, weil anders wäre gleich mal dein Kopf ab und er würde irgendwo rumrollen. Aber theoretisch könnte dein Körper gerade einen anderen Kopf draufstecken, dann wärst du da am Leben. Obwohl dein Kopf immer noch rumrollen würde. Das macht nicht so viel Sinn. Nö. Die Nekromantie wird missverstanden und ist nicht nur ein Werkzeug verrückter Zauberer. Nein, sondern auch dummer Zauberer oder hässlicher Zauberer oder. Übrigens habe ich mich ein bisschen gespoilert über das Spiel und die Musik ist jetzt, also der Tonding ist ein bisschen arg laut. Und zwar habe ich mir ja letztens ein Video angeschaut,
bla 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 über Nekromantie und so. Und dann habe ich mir noch ein Video über Divinity 2 angeschaut, und zwar das Ende. Und irgendwie muss man am Ende gegen unseren Zalando-Typen kämpfen. Also Zalandoa hieß er, glaube ich. Aber Zalando hört sich besser an. Also ich glaube, gegen den müssen wir kämpfen, aber ich weiß es nicht genau. Also, ich habe euch voll gespoilert. Ich praktiziere diese Kunst auf eine Art und Weise, dass Abenteurer wie ihr davon profitieren können. Ich meine, jeder kann doch einen Gefährten gut gebrauchen, oder? Ja klar, touch ich ihm einmal am Arm an, dann fällt sein Arm ab. Ah, warte Junge, dann stecke ich dir wieder dran hier, da. Ja, dann hast du irgendwann mal den Arm an den Kopf gesteckt, weißt du? Das passiert mir ständig. Immer stecke ich mir meinen Arm an den Kopf anstatt an die Schulter. Das geht nicht. Erklärt mir, was Nekromantie mit Gefährten zu tun hat. Ich meinte damit, dass ich die Lehre der Nekromantie, der ich mich verschrieben habe, mit der Erschaffung von Kreaturen befasst. Ich bin nicht begriffsstutzig. Ich weiß, was du mir sagen wolltest. Wir nehmen die Gliedmaßen verschiedener toter Wesen und fügen sie zusammen, um dadurch den perfekten Gefährten zu erschaffen. Oh ja, da könnte ich mir schon was vorstellen hier. Ja. Okay. Klingt gut. Wo muss ich unterschreiben? Oh yeah. Natürlich gibt es da, wie immer, ein kleines Problem. Klar, wo gibt es keinen Haken? Es gibt immer einen Haken. Einen Haken zum Kleider aufhängen, einen Haken, um Wäsche aufzuhängen. Und natürlich gibt es auch bei der Nekromantie einen Haken, nämlich um seine Viecher aufzuhängen, damit sie nicht so verbluten. Ich kann die von mir erschaffenen Kreaturen einfach nicht unter Kontrolle halten. Sie sind wild und unberechenbar. Oh ja, das Ding da unten bei mir ist auch wild und unberechenbar. Diese Anaconda. Boah, okay, ich sollte aufhören. Okay, ich mach normal weiter, okay? Okay. 4 Experimente sind mir bis jetzt geglückt, aber alle 4 Kreaturen sind irgendwohin in Richtung Süden gelaufen. Ja, würde ich mal sagen, scheiße war's. Ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache oder wo diese ungehorsamen Kreaturen hinlaufen. Solltet ihr etwas herausfinden, lasst es mich wissen, ja? Sind wir den Kreaturen schon begegnet? Ich glaub's ja nicht. Naja, lasst uns eine Kreatur erschaffen. Ich zeige euch, wie ich arbeite, aber ich werde diese Kreatur nicht freilassen. Sie würde auch nur weglaufen. Boah, geil, wie sieht denn unser Vieh aus? So, verletzter, schauderhafter Kopf, klasse Krieger, Sturmangriff 3, tödlicher Angriff 3. Ja, der schaut nicht so gut aus. Bäh, hässlich. Aber das Vieh könnten wir nur... Ah ja, das Vieh können wir beschwören. Hier, verweste Überreste von Beinen, das... Ja, das ist cool. Boah, fett. Die beschwören wir. Wollt ihr mit eurer aktuellen Gliedmaßen wirklich fortfahren? Jep. Ja, und jetzt? Hä? 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 Wo ist ab? Wo ist meine Kreatur? Leck doch deine Mutter her. Wo ist meine Kreatur? Ich hab gedacht, die habe ich jetzt beschwört. Nö. Scheint noch da. Nö. Die ist nicht mehr da. Fuck. Hat der mir jetzt etwa... Hat der... Der Penner... Näh. Näh. Hat der mir jetzt... Was für eine Muschi ist denn das? Ist das eine böse Muschi? Seid gegrüßt, Drachentöter. Lasst uns eine Kreatur erschaffen. Ich zeige euch, wie ich arbeite, aber ich werde diese Kreatur nicht freilassen. Warum? Sie würde auch nur weglaufen. Schaden nur 8 bis 8? Naja. Aber der ist doch Stufe 19. Warum macht der bloß so wenig? Hm, okay, also wir können keine Kreatur erschaffen. Ich glaube, wir müssen erst seine 4 Kreaturen einfangen oder so. Endlich mal einen neuen Quest her. Endlich hat das Leben wieder einen Sinn. Was ist denn Tod auf dem Fersen? Ich bin auf einen Nekromant namens Naberius gestoßen, der Kreaturen aus den Gliedmaßen verschiedenster anderer Kreaturen erschafft. Diese sollen ihren Meister auf dem Schlachtfeld zur Seite stehen. Die von Naberius erschaffenen Kreaturen laufen jedoch weg und ich soll herausfinden, wohin. Wenn ich ihm helfen kann, wird er bestimmt eine Kreatur für mich erschaffen, was ziemlich unterhaltsam werden könnte. Aha, ich lache mich tot. Okay. Das bedeutet für uns, dass wir so eine Kreatur suchen müssen. Ganz toll. Wo sollen wir die finden, du Mongo? Mongoferitis. Ja, das ist eine neue Krankheit, Mongoferitis. Sehr, sehr schlimm.
Richtung Süden sind die gelaufen. Gott. Warte mal. Wenn die Richtung... Kann nicht sein, dass die Richtung Süden sind. Dann werden die in die Richtung... Ne, in die. In diese Richtung werden die dann. Da ist Süden. Was zur Hölle da? Nein. Kann gar nicht sein. Der schwafelt doch Unsinn, dieser Junge. Dieser Junge schwafelt Unsinn, ne? Schwafelt der Unsinn. Wenn die wirklich nach Süden gelaufen sind, dann sind die irgendwo da hinten im Dorf oder so. Aber die habe ich da nicht gefunden. Und wir waren schon in dem Dorf. Das weiß ich zu hundertprozentiger Sicherheit, dass wir schon in dem Dorf waren. Was läuft denn da unten rum? Ist das etwa noch ein Kobold? Ah ja, ein Stammesgoblin. Ah ja, hab ich dich übersehen. Tut mir aber leid. Oh. Hey, da ist ja noch einer. Hallo. Oh, tut mir leid. Oh, warte mal, du hast was verloren. Was hast denn du verloren? Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Etwas. Sie sind nach Süden. Süden ist in der Richtung hier. Das kann doch nicht sein. Dann werden die irgendwo da unten. Was zur Hölle? Wo sollen die sich verkriecht haben? Geht gar nicht. Hä? Also ich bin echt ein bisschen verwirrt. Die müssen doch hier irgendwo in der Landschaft rumlaufen. So, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich laufe jetzt hier einfach mal rum. Besonders dürfte es... Boah, ich bin total verwirrt. Ja, ich bin total verwirrt. Das kann nicht sein. Warum finde ich die nicht? Also ja, okay, ich so lange suche jetzt auch noch nicht nach den Viechern, aber ganz ehrlich, irgendwo müssen die ja sein. Alter, warum laufen da noch Stammesgoblins rum? Was geht denn? Stirb. Dankeschön. Jetzt verliere doch nicht immer Gegenstände. Ich brauche doch deinen... Okay, doch, Gold brauche ich. Jold. Hier sind nur noch die komischen Mongos. Whatever. Mongos. Da lebt ja nur noch ein Typ in dem Dorf. Kann ich da rein? Boah, ich kann da rein. Alter, nee, ich sollte mal die Häuser durchsuchen, ich Depp. Ich gehe da nie rein, Alter. Tja, so schlau bin ich. Und tja, ich glaube, es hatte einen Sinn, hier nicht reinzugehen, weil hier einfach gar nichts ist. Oh, interessant. So, was ist da hinten in der Hintertür? Gar nichts, oder was? Ah, hätte ich mir schon fast gedacht, dass ich aus dem Haus rauskomme. Warum bloß? Na, okay, also hier gibt's auch nichts mehr Interessantes. Und die Kreaturen bleiben anscheinend verschollen. Komisch. Das ist komisch. Wenn nicht, schaue ich mir nochmal das Video an und guck dann mal, ob der Typ die komischen Nekromantenviecher findet. Also, weil irgendwo müssen die ja sein. Kann ja nicht sein, dass die nirgendwo sind. Verlassenes Goblin-Ding, wo ich alle abgeschlachtet habe. Okay. Check. Check it up. Wir gehen einfach mal den Weg entlang. Was Besseres haben wir eh nicht zu tun. Schubdidudu, schub, schubdidudu, schub, schubdidudu, lalalalala. Ich will mich nochmal bei 100 Abonnenten bedanken. Irgendwie ist das geil. Übrigens sind es jetzt 110 schon. wie hammergeil. Das ist so geil, lalalala. Ich habe auch gerade vor einer halben Stunde habe ich das Abo-Special aufgenommen. Und das ist richtig geil. Ich finde, das ist richtig geil geworden. Man sieht schon. Vielleicht sind die da unten. Hallo. I get a good feeling. Was ist denn da drüben? Ah ja, okay. Ich will da drüben hin. Wie komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Kann ich da irgendwie... Ja, da drüben. Verfallener Tunnel. Oh, ich glaube, wir waren da schon drin, aber trotzdem. Ich will rein. Isch. Ja, ich will immer rein. Jetzt lass mich doch... Hallo? Ich nix springen dürfen, oder was? So, jetzt aber. Oh, jetzt müssen wir wieder zurück. Und wartet mal kurz. Meine Ohren. Au. So. Au, meine Ohren. Das ist echt scheiße, wenn man eine Brille trägt und dann so ein Headset.
dann tun die Ohren doch schnell weh. Kann ich darüber, 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 kann ich darüber. Knapp. Oder auch gar nicht knapp, weil ich nicht rüber kann. Ich versinke. Okay. Ninja. Nein. Okay, kein Ninja. Ja, kein Ninja. Nope, nix Ninja. Okay, das war's mit der heutigen Folge von Divinity 2. Also nochmal allen ein schönes und frohes Weihnachtsfest. Und ihr dürft doch mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Weihnachten bekommen habt, falls ihr Bock darauf habt. Und falls nicht, lasst es. Bis dann. Tschüss.